Ja, willkommen zurück bei Kerbal Space Programm 2. In der letzten Folge haben wir es ja nach Eve geschafft mit unserer Mission. Und jetzt sollen wir dort auf Gili landen und eine spezielle Stelle untersuchen. Also gehen wir mal in unsere Ortungsstation und kehren zurück zu unserer Eve. Gili 1 Raumschiff, so. Wow. So. Und da haben wir ein Manöver gesetzt, sind auch schon ausgerichtet, um uns erstmal näher an Gili zu bringen. So. Und zunächst mal heißt es bremsen. In 2 Minuten. Für 23 Sekunden. So. Bin ich gespannt. Aloha, Edda. Ich weiß noch nicht, ob ich es mit diesem Teil wieder zurückschaffe, aber ich bin ja manchmal ein bisschen skeptisch. Aber ich habe hier noch eine Rückkehrstufe, die genauso möglicherweise das schaffen könnte, wie von Duna nach Kerbin. So, gucken wir es uns an. So. Oder beste Schnittpunkt ist. Hier scheint ein Schnittpunkt zu sein, ne? So, gucken wir uns an das Ziel, ob das jetzt ein bisschen mehr ausgerichtet ist. Ja, aber 0,2 ist falsch, also müssen wir noch ein kleines bisschen drehen. Sehen, ob die Richtung stimmt? Nee. Da wird es mehr. Naja, wir fliegen das erstmal. Erstmal ausrichten. Gili hat auch nur einen ganz kleinen Einflussbereich, weil es kaum Schwerkraft besitzt. Deswegen müssen wir uns einfach dem Ding ein bisschen annähern.
wo wir erstmal ungefähr die Kreisbahn haben. Und dann können wir vielleicht wie beim Andocken das eher machen. So. Nur ganz wenig. Ich brauche quasi hier mit dieser Anzeige. So. Hier ist es genau auf der entgegengesetzten Seite. Und jetzt können wir ein bisschen drehen. Und gucken, ob wir Gili ein bisschen näher kommen. Wir müssten ja schneller sein als Gili. Bei der nächsten Umrundung müssten wir dann ziemlich nah dran sein. Dann mache ich mal hier einen Manöverpunkt. Ja. Also wir müssen auf jeden Fall noch einmal rum. Genau. So, wir nähern uns. Ne? Entfernen wir uns wieder. Wir jagen dem Ding hinterher. Ich würde es mal ein ganz kleines bisschen mehr Gas geben, dann werden wir schon sehen. An der Stelle. Zwei. Jetzt wären wir voraus, wäre das Schiff voraus bei der 2. Da waren's. Gili, genau. Jetzt haben wir es gekriegt. Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber dass man genau die 12 zur richtigen Zeit brennen, weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe. Mal gucken. Ist ja nicht viel. Ne? Aber erstmal die Richtung drehen.
so, Richtung stimmt. Näher ran. Noch ein Stück näher ran. So, Präzision. Ist wieder mal gefragt. Muss mich jetzt auf die Anzeigen verlassen. Also ganz kleines bisschen der Gegenrichtung. Aber nur ein Hauch. Das ist halt schon. Wie weit sind sie voneinander entfernt? Oh ja, nicht so sehr viel weit. Ist halt wie Docking. Bloß mit einem Kleinstplaneten, also einem Mond. Und das war schon wieder zu viel. Mache ich es mit RCS. So. Eieiei. RCS gleich wieder aus. Gilly Begegnung. Na gut. Auf geht's. Zur Sicherheit mal speichern. Wenn jetzt irgendwas schief geht und jetzt spule ich bis zur Begegnung. Hinterher. Ah. Und die ganze Zeit hier bleibt uns, um an Gilly anzudocken, hätte ich fast gesagt. So, gleich ist es soweit. So, wo müssen wir überhaupt hin? Pause. Hier, also orbital, äquatorial müssen wir reinkommen. So, probieren wir es. Sieht schon mal besser aus. Gilly hohe Umlaufbahn Binnenland, bitteschön.
Lagebewertung, detaillierte Messdaten. So. Und jetzt bremsen wir erstmal ein ganz kleines Stück. Um in der Gegend zu bleiben. So, leicht. Ausrichten. Ja, ungefähr so. Wir sind ausgerichtet. Und spielen bis ran. Nur drei! Uiuiui. So wenig Gas kann ich gar nicht geben. Vielleicht müsste es auch mit HCS bremsen. Pack ich wie ein Docking-Operation. Wir nähern uns der Oberfläche und dort müssen wir hin. Die 40 Kilometer unter uns, in den Krater quasi. Aber erstmal eine Umlaufbahn erreichen. Also RCS-Düsen an. Nee, damit wird's nicht. So, und jetzt können zwei Mann umsteigen. Jeb und Tim C. Dass wir hier einmal rum sind, ist das Ding wieder im Schatten. So, also umgestiegen sind wir. Wir können jetzt nicht so schnell spulen, dass wir hier rum sind. Also werden wir in die Ortungsstation gehen. Gilly dreht sich so rum.
Gilly ausklappen. So, wer war das? Achso, ist der Auftrag. Hoppla. So, also umgestiegen sind wir ja. Mal kurz Sicherheiten speichern und jetzt abdocken. Nur vier. Das sind alles hier so die Mini-Geschwindigkeit. Eine Stunde sind wir erst dort fast. Ich glaube, das müssen wir nochmal ändern. Und da dort sind, ist Gilly schon weitergedreht. So, also. Müssen fast Gas geben auf Gilly zu, damit wir dort runterkommen. Dachte ich's doch. Thank you.
Wir sind ja auch nur 4,2 Meter pro Sekunde unterwegs. Kein Wunder. Die Richtung müssen wir noch ein bisschen. So, machen wir mit 30 Meter pro Sekunde nach unten, dass wir heute überhaupt noch hinkommen. Machen bis 50 hin. Müssen wir tatsächlich wieder in diese Richtung. Wir kommen halt nicht direkt von oben hin, vielleicht oben auf Null bremsen und dann runter. Hauptsache wir schrammen nicht hier über die Kante. Das sieht aus, als müssten wir drüber wegkommen. Wer war das? Auf Gili bin ich in KSP-1 sehr gerne mit Rovern unterwegs gewesen. Weil da hat fast keine Schwerkraft und da kannst du, wenn du genug Schwung gibst, fast eine Umlaufbahn erlangen oder Fluchtgeschwindigkeit. Wenn der Rover genug Grip hat auf dem Boden, natürlich vorausgesetzt. Aber was lustig war, eher ein Fliegen als ein Fahren. Aber wenn du einen gut gefederten Rover hast, macht das schon Spaß. Auch schön mit Eve dort im Hintergrund. Ne? Führe am schrägen Einschlag auf Gili ein Experiment zur Umgebungsuntersuchung durch. Lass mal hinkommen.
Nee. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich es noch ein bisschen präzisieren muss. Das ist ganz schwer zu sagen. Also das muss man händisch nach der Optik fliegen. Also eigentlich müsste ich ein bisschen mehr in die Richtung. Aber nur einen ganz kleinen Hauch. Können wir dann auch noch hinhopsen. Niedrige Umlaufbahn. Ja. So, also drehen wir uns erstmal. Vielleicht so. Jetzt fliegen wir ein kleines bisschen in die Richtung. Bis wir das Gefühl haben, drüber zu sein, und dann bremsen. Dauert ja also ein bisschen, aber ich kann noch ein bisschen beschleunigen. Ich bin zu langsam, als dass mich hier das SAS ausrichten könnte. Muss ich händisch tun. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Gas nach unten gehen. Wäre ich wohl machen können. Müssen. Dass wir heute auch noch ankommen.
Präzise. Da ist der Punkt. Und jetzt. Immer wieder zu langsam, uns gescheit auszurichten. Dürfte uns zumindest nichts passieren bei der Landung. Oh, das könnte schräg sein. Gucken. Immer fast. Okay. Soll ich das SAS jetzt mal ausmachen? Bis er Position zum Untergrund steht. Jetzt machen wir es wieder an. Lass mal nicht kippen. Und wir sind gelandet. Jawohl. Und jetzt machen wir die Auswertung, die er haben wollte. Nach draußen gehe ich auch, aber erstmal. So, gucken wir uns an, was er hier festgestellt hat. Tests lassen vermuten, dass dieser Krater durch die Kollision mit einem urzeitlichen Kometen entstanden ist. Dieser Krater ist offensichtlich durch einen massiven schrägen Einschlag entstanden. Das haben wir jetzt rausgefunden. Das haben wir erledigt. Und wir gehen jetzt aber trotzdem nach draußen. Sehen, ob unsere Leiter funktioniert hier. Das war die 4. Nö. Die 4 war die Antenne. War es halt die 3. Jawohl. So, TMC, geh doch mal nach draußen und lass alles stehen. So, und jetzt ganz vorsichtig laufen, sonst schwebst du davon. Na. Das ist aber auch schwierig. Sehen, ob ich die Kamera ein bisschen. Oh, das tut gut. Ja, ja, ja.
sehen, dass wir ein schönes Bild kriegen. Guckt immer in die falsche Richtung, nie in die Kamera. So ist besser. So, und jetzt drehe ich noch ein Stück. So, wunderbar. Check, Bild gemacht. Und jetzt machen wir aber unsere Bodenprobe. Gut. Und jetzt machst du noch deine Crewbeobachtung. Gut. Das hätten wir auch. Und jetzt steigen wir wieder ein. Die Kamera wieder zurück. So, vielleicht finden wir ja noch ein anderes Biom. Schräger Einschlagskrater. Erstmal aus dem Krater raus. Und da wird man schon den Einschlussbereich von Gilly verlassen. Wenn wir ein bisschen in die Richtung hier wollen. Noch bin ich zu tief, um den richtigen Marker zu nehmen. Jetzt. Aber wir wollen ja möglichst auch heute noch ankommen. Ne? Ich will noch eine Bodenprobe hier drüben nehmen. Ich muss mich so feuern, dass ich hier gegen die Wand mache. Also erstmal ein bisschen Höhe gewinnen. So. So, und jetzt warten wir einfach. Was ist jetzt passiert? Hilfe! Das war gerade eine IWE-Ansicht, aber ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich wollte eigentlich Hochland.
landen wir auch wieder. Hier drüben. So, und auf den Boden zu. Warum? Ach so. Hoffentlich stimmt der Radar. So, dann gucken wir hier nochmal. Preis Schmäder. Ob das als gelandet gilt. Ein bisschen bewegen wir uns noch, aber Hochland, nach draußen gehen. Erstmal ein bisschen was übertragen. Gilly dreht sich so schnell, dass seine Oberfläche eine scheinbare Bewegungsgeschwindigkeit von 5 Meter pro Sekunde aufweist. Das ist schneller, als ich laufen kann. Die Schwerkraft ist sehr schwach hier. Ein Körbel könnte fast mit einem Sprung in den Orbit kommen. Ja, das wollen wir lieber nicht ausprobieren. Gut, und jetzt gehen wir zurück. Ach so, nee, jetzt gehen wir erstmal raus. Komm, Chip. EVA, das weil Zeitbeschleunigung. Ach so. Ach, okay. Wir hatten Zeitbeschleunigung sogar an. Ich hab's gar nicht gemerkt, weil das so langsam ging. So.
Hallo? Jetzt. Crewbeobachtungsstatus läuft. Warum läuft denn die? Ich will doch erst wieder einsteigen. Na, Tilsito, machst du das halt. Oberflächenuntersuchung. So. Nimmst du mit. Und da sagt er, die Proben bestehen hauptsächlich aus Eisen und Nickel. Zudem sind Spuren von Granit und Silikaten vorhanden. Okay, das hast du gut gemacht und jetzt steigen wir wieder ein. So. Und jetzt wollen wir natürlich ins Missionszentrum. Weil wer war das? Haben wir jetzt geschafft. Wir müssen unsere Detektivhüte aufsetzen, Direktor, und eines der größten Rätsel Kerbols lösen, den schrägen Einschlag auf Gilly. Ein paar Sprengstoffexperten von OMB, Demolition Enterprises, möchten wissen, warum solch enormer Einschlag Gilly nicht komplett zerstört hat. Fliegen wir zum Gilly, gehen der Sache nach. Genau, senden. Gilly hat noch mehr Rätsel zu bieten, aber die müssen erstmal warten. Zunächst einmal Glückwunsch zur erfolgreichen Mission. Hat Spaß gemacht? Die wissenschaftlichen Daten deiner Untersuchung werden noch übertragen. Aber wir haben schon einmal brüllend komisches Material. Jemanden beim Herumhüpfen in Gillys geringer Schwerkraft zuzuschauen, ist einfach wahnsinnig unterhaltsam. Die Sprengstoffexperten von OMB, Demolition Enterprises, haben versprochen, zu deinen Ehren etwas in die Luft zu jagen. Wie cool ist das bitte? Ja, danke Wissenschaft. Gucken wir noch, was der Touristenfall ist. Achso, 10 Kürbis und Dingsbums. Na gut. Ja, beim nächsten Mal werden wir einfach Gilly vielleicht noch ein bisschen erforschen und zurückfliegen. Zumindest versuchen. Naiv. Aber die Touristenfalle 8000, aber das schafft man ja nicht. Mohol können wir machen und so weiter. Zunächst ins Forschungszentrum. Ich bin da in der Fahrzeugfabrik rausgekommen. Ich wollte eigentlich Forschung und Entwicklung. So. Machen wir hier alles voll. So. Und jetzt können wir uns voll hier drauf konzentrieren. Eigentlich mit den schweren Landebeinen haben wir die schon. Guck noch mal alles durch. Hier gibt es vielleicht auch erst den nächsten Tier. Naja. Wie auch sei, wir machen. Das Ding. Hm? Nee, das können wir noch nicht. Hey. Dann machen wir jetzt vergrößerte Energieversorgung. So. Und das soll's für heute.
gewesen sein. Beim nächsten Mal, wie gesagt, von Gilly möglicherweise zurück nach Hause. Bis dahin sagt tschüss, macht's gut, euer Astronier. Tschüssi.